Die Bundesregierung will es den Strafbehörden erleichtern, Vermögen von Kriminellen leichter einzuziehen. Denn die bestehenden Gesetze reichen nicht aus oder oft nicht aus, um illegales Vermögen zu beschlagnahmen. Die Reform hat mehrere Bestandteile, gilt aber beispielsweise auch als wichtiger Schritt, organisierte Kriminalität und auch Terrorfinanzierung zu bekämpfen. Denn es wird ein neues Instrument geschaffen, mit dem die Behörden beispielsweise Vermögen von unklarer Herkunft einkassieren können. Wir werden sicher noch einiges dazu hören, denn das ist ein Gesetzentwurf der Bundesregierung in erster Lesung. Und deswegen spricht für die Bundesregierung der parlamentarische Staatssekretär Christian Lange. Die strafrechtliche Vermögensabschöpfung ist ein wichtiger Baustein der Kriminalitätsbekämpfung. Straftaten dürfen sich nicht lohnen. Für manche mag das schon abgedroschen klingen. Und doch ist der Satz uneingeschränkt richtig. Wir wollen deshalb die Abschöpfung von Vermögen aus Straftaten mit dem vorliegenden Gesetzentwurf deutlich stärken. Deshalb darf ich heute für die Bundesregierung diesen Gesetzentwurf einbringen. Gleich zu Beginn möchte ich mich für die außergewöhnlich gute und konstruktive Zusammenarbeit mit der Justiz und Polizei von Bund und Ländern bei diesem Reformvorhaben bedanken. Vieles von dem, was aus diesem Kreis an uns herangetragen wurde, ist in unserem Reformvorschlag berücksichtigt. Unser Gesetzentwurf sieht eine vollständige Neufassung des Rechts der Vermögensabschöpfung vor. Ich will mich deshalb auf einige wesentliche Kernpunkte beschränken. Die Reform wird sowohl das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren als auch die gerichtliche Hauptverhandlung spürbar erleichtern und vereinfachen. Im materiellen Recht halte ich die gesetzliche Stärkung und Konkretisierung des sogenannten Bruttoprinzips für besonders wichtig. Im Kern geht es dabei um die bislang strittige Frage, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang Aufwendungen des Täters berücksichtigt werden sollen. Wir geben der Praxis nun eine klare Leitlinie vor. Ihr liegt folgender Rechtsgedanke zugrunde: Was in Verbotenes investiert wird, ist unwiederbringlich verloren. Im Übrigen müssen Aufwendungen hingegen berücksichtigt werden. Wir gewährleisten damit eine umfassende Abschöpfung von Taterträgen. Zugleich verhindern wir, dass die Vermögensabschöpfung in Teilbereichen Strafcharakter erlangt. Wir sichern damit ihren Rechtscharakter als quasi bereicherungsrechtliche Maßnahme. Mag dies auf den ersten Blick vielleicht als eine rein akademische Frage wirken, so ist sie doch von immenser Bedeutung, denn eine Veränderung ihrer Rechtsnatur würde das Recht der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung in Gänze infrage stellen. Von nicht minderer Bedeutung, meine Damen und Herren, für die Strafrechtspraxis ist die grundlegende Reform der Opferentschädigung. Das neue Modell gewährleistet eine gleichmäßige und gerechte Entschädigung aller Verletzten. Zugleich entlastet das Reformmodell Gerichte und Staatsanwaltschaften im eigentlichen Strafverfahren von zeitaufwendigen Entschädigungsfragen. Wir schließen mit dem Gesetzentwurf aber vor allem auch erhebliche Abschöpfungslücken. Ich will mich aus Zeitgründen auf eine für unser Recht allerdings fast schon revolutionäre Neuerung beschränken. Wir wollen Polizei und Strafjustiz für den Bereich des Terrorismus und der organisierten Kriminalität ein völlig neuartiges Abschöpfungsinstrument in die Hand geben. Künftig kann Vermögen unklarer Herkunft eingezogen werden, ohne dass eine konkrete Straftat nachgewiesen werden muss. Das Gericht muss lediglich davon überzeugt sein, dass der Vermögensgegenstand aus irgendeiner Straftat herrührt. Dabei ist Folgendes von besonderer Bedeutung. Der Gesetzentwurf erlaubt dem Gericht ausdrücklich, seine Überzeugung von der deliktischen Herkunft des Vermögens insbesondere auf ein grobes Missverhältnis zwischen dem Wert des Gegenstands und den legalen Einkünften zu stützen. Liegt also ein solches Missverhältnis vor, ist der Betroffene nach unserem Konzept faktisch gezwungen, die legale Herkunft des Vermögens darzulegen und im Zweifelsfall zu beweisen. Wir setzen damit die Forderung des Koalitionsvertrags nach einer verfassungskonformen Beweislastumkehr um. Das deutsche Abschöpfungsrecht würde mit diesem Instrument zu einem der schärfsten in Europa werden. Zugleich markiert dies die Grenze des verfassungsrechtlich Zulässigen. Dies sollten diejenigen bedenken, die gar eine weitergehende Beweiserleichterung und Eingriffe in den Grundsatz der freien Beweisführung für erwägenswert halten. Denn eines muss auch in diesem Zusammenhang klar sein: Kein noch so guter Zweck kann im Rechtsstaat jedes Mittel heiligen. Meine Damen und Herren,
Unsere Reformvorschläge sind von hoher Bedeutung für die wirksame Kriminalitätsbekämpfung. Und deshalb werbe ich bei Ihnen gerne für Ihre Zustimmung zu dem Gesetzentwurf in den anstehenden Ausschussberatungen. Polizei und Strafjustiz sollen baldmöglichst von den Erleichterungen profitieren und mit dem neuen Abschöpfungsinstrument auch arbeiten können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Christian Lange. Christian Lange war das. Der Staatssekretär aus dem Bundesjustizministerium hat hier den Regierungsentwurf noch einmal erläutert. Und jetzt in die Aussprache mit Jörn Wunderlich für die Linksfraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei dem vorgelegten Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung geht es vereinfacht um die Frage, wie der vermögensrechtliche Schaden aus einer Straftat dem Geschädigten wieder zugeführt werden kann. Und in Fällen, wo der Betroffene nicht ermittelt werden kann, soll der Vermögensvorteil aus der Straftat trotzdem nicht beim Täter verbleiben. Denn Kriminalität soll sich nicht lohnen. Das ist ein berechtigter und wirklich begrüßenswerter Ansatz. Und so sollen die Ansprüche der Geschädigten grundsätzlich im Strafvollstreckungsverfahren befriedigt werden. Das heißt, durch die Tat erlangte Gegenstände oder soweit die nicht mehr vorhanden sind, der entsprechende Wert dann eben, sollen im strafrechtlichen Urteil eingezogen und dem Geschädigten zurückübertragen werden. Den Geschädigten wird somit anders als bisher der Weg über die Zivilgerichte erspart. Das soll den Opferschutz stärken. Künftig soll Gewinnabschöpfung für jede Straftat in Betracht kommen und es soll im Bereich der organisierten Kriminalität und des Terrorismus auch möglich sein, Sie haben es gesagt, der lange Vermögen unklarer Herkunft abzuschöpfen. Angesichts, sage ich mal, der Tatsache, dass es aber einer belastbaren Datengrundlage im Hinblick auf Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen durch Geschädigte fehlt, ist die Frage, ist das überhaupt notwendig? Besteht hier ein Regelungsdefizit oder ein Vollstreckungsdefizit? Von daher sollten wir uns wirklich die Zeit nehmen, diesen Gesetzentwurf mal gründlich zu beraten. In den mir zur Verfügung stehenden 5 Minuten kann ich das heute nur knapp und ansatzweise anreißen. So logisch es auf den ersten Blick erscheint, alle Straftaten in die Gewinnabschöpfung einzubeziehen, sehe ich da in der Praxis Schwierigkeiten. Ich denke mal nur Beförderungserschleichung, Ladendiebstahl, Kleinstkriminalität. Das ist eine andere Debatte, aber vielleicht sollten wir wirklich mal überlegen, das StGB zu entrümpeln und diese Kleinstkriminalität vielleicht in eine OVIS reinzupacken, um hier nicht die Justiz, sage ich mal, über Gebühr zu belasten. Und denn das schafft man dann einfach personell nicht. Und ob es da nicht sinnvoll ist, dann letztlich bei der Vermögensabschöpfung um die Taten, wo richtige Gewinne gemacht werden, vielleicht einen Straftatenkatalog einzuführen. Aber wir haben ja noch die Beratung. Zweitens, zu den Straftaten oder bei den Einziehungen des Vermögens unklarer Herkunft. Das ist so fraglich. Kann das tatsächlich unabhängig vom Nachweis einer konkreten Straftat eingezogen sein? Herr Lange, Sie sprechen von Abschöpfungslücken. Und ich meine, Sie sagen ja auch, ich zitiere jetzt, wie es im Gesetzentwurf heißt, die allem Einschein nach aus Straftaten organisierter Kriminalität herrühren. So ist es. Und machen auch eine Beschränkung durch einen Katalog von Delikten. Aber ich denke, hier müssen wir wirklich noch tiefer in die Materie gehen. Denn auch wenn das Bundesverfassungsgericht die Einziehung von Vermögenswerten ja nicht als Strafe, als originäre Strafe ansieht, findet diese Einziehung jedoch im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren statt oder im Strafverfahren. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Zusammenhang mit einer Entscheidung über Sicherungsverwahrung deutlich gemacht, dass es eben nicht entscheidend ist, wie das nationale Recht eine Strafe dogmatisch einordnet. Und wenn wir das berücksichtigen, kommen wir vielleicht hier doch in Konflikte, was die Einziehung von Vermögen unklarer Herkunft angeht. Herr Lange, Sie haben gesagt, hier sind wir an der Grenze der Verfassungsmäßigkeit. Vielleicht sind wir auch schon leicht drüber. Das müssen wir wirklich genau mal abchecken und ganz gründlich diskutieren. Bei der Erweiterung der Einziehung auf den Erben habe ich auch so meine Probleme. Weil wenn der Täter als solcher rechtskräftig festgestellt und im Urteil die Einziehung angeordnet ist, dann stellt sich für mich die Frage, gehört dann das eingezogene Vermögen noch zur Erbmasse? Ich denke mal, nein. Oder wenn das Erlangte noch vor Schuldfeststellung vererbt wird, dann gibt es ja keine Schuldfeststellung mehr. Dann wird das Verfahren nach 206a StPO eingestellt, weil der Täter nicht mehr vorhanden ist. Dann ist er gestorben, denn nur ein Toter kann ja vererben. Oder ist damit der Fall gemeint, wo der Täter vor Urteil das an einen Freund verschenkt, der dann nach Urteil vererbt, sodass der unbeteiligte Erbe des Freundes dann mangels festgestellten Täter dann Vermögenseingriff erdulden muss. Artikel 14 schützt nun Erbe und Eigentum ja auch. Haben wir da vielleicht Probleme? Müssen wir drüber reden. Last but not least ist auch die Frage, was geschieht mit den zivilrechtlichen Ansprüchen. Wir haben da so eine Vermischung
Und bei der geplanten Streichung des § 73 Absatz 1 Satz 2 StPO, der die Subsidiarität des staatlichen Zugriffs ja beschreibt, wenn das aufgehoben wird, was passiert dann? Muss das Opfer dann möglicherweise bis zum rechtskräftigen Abschluss eines Verfahrens, also mitunter Jahre, warten, um dann seine berechtigten Anschlüsse bei der Staatsanwaltschaft geltend zu machen? Und die ganzen Prozesse, reden wir drüber, dazu haben wir die Beratung. Und dann die ganzen prozessualen Regelungen, diese Vermischung von zivilprozessrechtlichen Sachen, strafprozessrechtlichen Sachen, ist kein schwieriges, kein leichtes Thema. Sie sehen die Vielzahl von Fragen, die sich bei dem Gesetzentwurf noch aufgeben. Jetzt warte ich dauernd, dass Ihr Präsident leuchtet, weil ich wollte nämlich sagen, aber es ist gar es kein... Es müsste jetzt leuchten. Ja, aber es ist ja falsch. Sie sind ja Präsidentin. Gut, geschlechtergerechte Veränderung. Gut, aber wie gesagt, zum Gesetzentwurf zurück. Eine Vielzahl von Fragen, die es noch zu beraten gibt. Und ich freue mich drauf, weil ich denke, das wird auch intensiv werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Jörn Wunderlich. Genau, Jörn Wunderlich war das für die Linksfraktion. Und vorne im Rednerpult, da gibt es ein Signal, wenn der Bundestagspräsident bzw. die Vizepräsidentin, in dem Fall Claudia Roth, sieht, dass die Redezeit überschritten wird. Und genau, darauf bezog sich eben dieser Wortwechsel. Elisabeth Winkelmeier-Becker für die CDU-CSU-Fraktion, die rechtspolitische Sprecherin, jetzt die nächste Rednerin. Und das ist ein Kernsatz eines jeden Rechtsstaats. Das ist sozusagen die DNA oder mit ein Teil dessen auch in Deutschland. Und das ist natürlich auch der Anspruch, den das Gesetz auch heute schon erhebt. Deshalb werden Verbrecher verfolgt, bestraft und Beute wird eingezogen. Alle drei Bereiche sind wichtig, vor allem dann, wenn es um die Bekämpfung von organisierter Kriminalität geht. Und ich glaube, hier dürfen wir nicht zu naiv sein. Das Ausmaß organisierter Kriminalität, auch gerade in Deutschland, dürfen wir nicht unterschätzen. Es geht einerseits um die Schlepperberichte, die wir auch diese Woche lesen konnten, die skrupellos und zynisch den Leuten das Geld abnehmen. Es geht um Menschenhandel, das war ein Schwerpunkt auch unserer Arbeit vor der Sommerpause. Es geht um Einbruchsbanden, die wir bekämpfen müssen, die zugenommen haben. Oder auch um die Mafia. Gerade zur Mafia hat die römische Abgeordnete Laura Garavini, die auch dort Mitglied des Anti-Mafia-Ausschusses im römischen Parlament ist, aber auch hier in Berlin einen Wohnsitz hat, gesagt, dass die Mafia ihre Milliarden aus Drogenhandel, Waffenhandel und Erpressung dort investiert, wo die Bedingungen am günstigsten sind, die Profite am höchsten, das Risiko am kleinsten. Und das ist Deutschland. Deutschland ist ein Rückzugsraum zum Geldwaschen. Und es geht hier um ganz erhebliche Verbrechen, viel Leid, große Schäden. Und deshalb müssen wir das noch beherzter bekämpfen. Deshalb sind effektive Ermittlungsmaßnahmen nötig. Laura Garavini mahnte übrigens aufgrund italienischer Erfahrungen mehr Möglichkeiten zur Kommunikationsüberwachung an, allein aufgrund der Zugehörigkeit zu einem Clan. Und deshalb sind zielgenaue Straftatbestände erforderlich. Das haben wir schon erledigt bei Geldwäsche, Terrorismus, Finanzierung, Menschenhandel, verschiedenen Korruptionstatbeständen in den vergangenen Wochen und Monaten. Und wir brauchen eben jetzt als letztes Element effektive Möglichkeiten für die Abschöpfung von Gewinnen aus solchen Straftaten. Denn eines haben diese Taten alle gemeinsam, das Motiv, Geld zu verdienen. Das ist der Gewinn. Das Streben nach Profit ist die wichtigste Triebfeder der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, einschließlich mafiaähnlicher krimineller Organisationen. So sagt es auch die europäische Richtlinie, die wir mit diesem Gesetz hier umsetzen. So sagt es auch bei uns das Gesetz. Aber der Blick in die Praxis zeigt, dass hier noch vieles besser werden muss. Die Einschätzung der Mafia-Expertin, dass die Mafia ihren Rückzugsraum gerade hier in Deutschland sucht, die sagt das schon mit aller Deutlichkeit. Auch die Zahlen des Bundeslagebilds organisierte Kriminalität sagen, dass wir nur in etwa einem Viertel der Fälle solche Verfahren haben, in denen Vermögen abgeschöpft wird. Und es gibt Schätzungen, dass wir ein illegales Vermögen von über 3 Milliarden in Deutschland haben und nur ein Bruchteil davon ist gesichert. Was sind hier die Gründe? Sind unterschiedliche Gründe, sie wurden ja auch schon vorgestellt. Es sind
teilweise die Konkurrenz zu Opferansprüchen, die natürlich vorgehen sollen, aber dann häufig eben das Verfahren aufhalten und häufig dann doch auch nicht wirklich durchgesetzt werden. Es sind Verschiebungen der Beute zu ahnungslosen oder auch kollusiv handelnden Dritten. Und ein Grund ist vor allem der wichtigste, es ist die Beweislast, die volle Beweislast dafür, dass eine Beute aus einer bestimmten kriminellen Tat resultiert, muss von der Staatsanwaltschaft erbracht werden. Dieser Beweis ist häufig nur sehr, sehr aufwendig zu führen und führt dazu in der Praxis, dass greifbar gelogene Ausreden hingenommen werden müssen und nicht widerlegt werden. Und das kann so nicht stehen bleiben. Wer überführter Straftäter ist, der hat eine andere Darlegungs- und Beweislast, der muss erklären, woher unerklärliche Vermögen kommen, wenn bei einem auf dem Dachboden in Eimern Bargeld gefunden wird, der ansonsten kein geregeltes legales Einkommen hat. Wer 10 Rolex-Uhren hat, der kann sich nicht damit herausreden, dass er die von seinem Onkel geschenkt bekommen hat und dergleichen mehr. Wir haben deshalb hier einen Vorschlag zu einer deutlichen Erleichterung der Beweislast. Hier müssen wir uns, weil wir natürlich hier auch im Schutzbereich von Artikel 14 sind, uns sehr genau anschauen, wie hoch die Voraussetzungen sein müssen, ab welchem Grad von Verdacht, ab welchem Stand von Ermittlungen man zu dieser Beweislastumkehr kommen kann. Es ist vorgesehen für einen Katalog von sehr schweren Taten. Ich glaube, den müssen wir uns auch noch mal anschauen. Muss da nicht auch zum Beispiel Zuhälterei hinzu? Muss da nicht auch der Einbruchdiebstahl hinzu? Wichtig ist, dass wir eine Regelung hinbekommen, die in der Praxis klappt und die natürlich auch den verfassungsmäßigen Anforderungen genügt. Wir müssen auch noch eines im Blick haben. Ich glaube, der Hinweis des Richterbundes ist an der Stelle wichtig. Wir müssen im Blick haben, dass die Ressourcen bei Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten an dieser Stelle sehr begrenzt sind. Und deshalb muss man vielleicht auch an der Stelle zum einen sagen, dass Behörden, die eigene Durchgriffsrechte haben, das auch selber tun sollen, auch nicht ihre Probleme bei der Staatsanwaltschaft dann abladen sollen. Und wir müssen überlegen, ob eine Priorisierung schwerer Kriminalität an der Stelle, wenn es hier um aufwendige Ermittlungen geht, eventuell möglich ist. Wir werden also gut daran tun, uns auch weiterhin da ganz eng mit der Praxis abzustimmen, damit wir eine gute Regelung hinbekommen. In dem Sinne freue auch ich mich auf unsere Beratungen. Vielen Dank. Vielen Dank. Elisabeth Winkelmeier-Becker war das, die rechtspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. Und der nächste Redner kommt von Bündnis 90 Die Grünen, Hans-Christian Ströbeler. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, eine etwas komplizierte Materie. Über 100 Paragraphen sollen geändert werden im Strafgesetzbuch, in der StPO, in vielen anderen Gesetzen. Also ganz so einfach ist es nicht, wie das dargestellt wird, auch vom Bundesjustizministerium. Der Minister selber hat in einem Interview kürzlich bei der NJW, also Neue Juristische Wochenschrift, erklärt, es gehe hier darum, Gerichte und Staatsanwaltschaften spürbar zu entlasten. Genau das ist, glaube ich, ein Ziel, was mit diesem Gesetzentwurf nicht erreicht werden kann, sondern vor allen Dingen Gerichte und Staatsanwaltschaften, Rechtspfleger werden erheblich zusätzlich belastet. Das ist nicht nur meine Idee, das lese ich nicht nur hier raus, sondern das kommt auch aus den Ländern, aus Niedersachsen zum Beispiel. Weil man muss sich doch mal vorstellen, wenn jetzt in allen Fällen oder in der Regel jedenfalls etwas eingezogen wird nach Straftaten, was erlangt worden ist, aber auch Nutzung, Ersatz für Erlangtes, Gegenstände aus der Tat, Wertersatz sogar und, da komme ich gleich noch drauf, selbstständige Einziehung, wenn es überhaupt nicht dem jeweiligen Angeklagten zuzurechnen ist, auch das kann dann eingezogen werden. Aber wo bleibt das Ganze? Das geht, so steht es ausdrücklich im Gesetz, erstmal ins Eigentum des Staates über. Dagegen kann man vielleicht nichts haben, weil ich glaube auch, ich kenne ja niemanden und auch wir sind natürlich nicht der Meinung, dass aus Straftaten Erlangtes, wenn das ganz klar ist und konkret ist,
dass das unbedingt bei den Straftätern verbleiben soll. Natürlich nicht. Und wir sind auch dafür, dass die Opfer, dass die Geschädigten, wenn irgendwie möglich, einfach an ihre Entschädigung kommen. Doch kommen sie hier damit einfach an die Entschädigung? Heute kann man, wenn einem was weggenommen worden ist, wenn Einbruch erfolgt ist und was weggekommen ist, kann man sofort, wenn das vermögende Leute sind, gegen die versuchen zu klagen. Das läuft dann parallel zum Strafverfahren. Möglicherweise setzt die Zivilkammer das dann aus und so, das kann ja alles sein. Aber es gibt wenigstens diese Möglichkeit. Nach diesem Gesetz ist es immer so, dass die Opfer, die Verletzten, die Geschädigten abwarten müssen, bis das Urteil rechtskräftig geworden ist. Und wir wissen, dass gerade in Wirtschaftsstrafverfahren, aber auch in Verfahren von Serieneinbrüchen und ähnlich, die Verfahren jahrelang dauern können, wenn sie durch die Instanzen gehen. Erst dann können die Leute versuchen, an ihr Geld zu kommen. Auch dann muss sich das Gericht noch damit auseinandersetzen und beschäftigen, wer hat denn nun wie viel verloren, wer ist um wie viel geschädigt. Und diese ganze Arbeit bleibt bei den Gerichten. Das heißt, Sie müssen sich in jedem Verfahren, wenn Sie eine Einziehung anordnen, müssen Sie sich genau überlegen, was wird denn nun konkret eingezogen, gerade wenn es nicht nur um einzelne Gegenstände wie ein geklautes Auto oder sowas geht, sondern um Vermögenswerte, die danach überhaupt erst entstanden sind, etwa aus dem Verkauf oder aus der Vererbung, dann müssen die Gerichte das prüfen, ist das tatsächlich so. Und die Staatsanwaltschaften verwalten dann diese 6 Milliarden, Herr Staatssekretär. Wer verwaltet das denn, bis jetzt Geschädigte kommen oder bis der Staat das dann verwertet? Dann liegt das alles bei Milliardenwerte, liegen beim Staat und müssen dort natürlich, mit denen muss umgegangen werden, die müssen verwaltet werden. Deshalb gehen die Länder davon aus, dass es einen erheblichen Zusatz an Aufgaben gibt, dass es einen erheblichen Zusatz an Verwaltungsaufgaben gibt und Sie rechnen jetzt schon gegen. Und wie viel bleibt dann bei uns, also bei den Ländern, aus der Verwertung etwa der sichergestellten oder der eingezogenen Gegenstände? Also da ist vieles noch zu klären. Und wenn Sie dieses Beispiel nehmen, dass eine selbstständige Anordnung oder Einziehung kommen kann, wenn ein grobes Missverständnis zwischen Wert und regelmäßigem Einkommen besteht, zum Beispiel, so steht es im Gesetz, auch bei, wenn es gar keinen Angeklagten gibt, gar keinen strafrechtlich Verantwortlichen gibt, dann kann das eingezogen werden. Und dann nennen Sie natürlich das Beispiel. Sie haben das auf eine ganze Reihe von Straftaten beschränkt. Nennen Sie das Beispiel Terrorismus. Aber Sie verschweigen, dass es noch 30, 40 andere Straftatbestände aus anderen Gesetzen gibt. Asylverfahrensgesetz zum Beispiel oder Betäubungsmittelgesetz. Da wollen Sie das auch anwenden. Und deshalb kann ich nur hier zum Abschluss sagen, wir müssten uns ganz genau überlegen und möglicherweise erst mal evaluieren lassen oder von den Ländern uns Zahlen geben lassen, in welchem Umfang wird da welche Arbeit auf die Strafverfolgungsbehörden zukommen. Und ist es wirklich eine Erleichterung für die Opfer? Oder muss man da mindestens andere Wege auch noch zusätzlich freihalten? Vielen Dank. Bedenken von Hans-Christian Ströbele von den Bündnisgrünen gegenüber dem Gesetzentwurf, den hier die Bundesregierung vorgelegt hat. Wir wollen an dieser Stelle ganz kurz hier aus dem Bundestag aussteigen, denn es gibt aktuelle Meldungen zu einem Zugunglück in der Nähe von New York. Deswegen geht es weiter mit meinem Kollegen Hans-Ulrich Stelter in unserem Studio in Bonn. Oft war nach der bisherigen Rechtslage die Vermögensabschöpfung. Vielen Dank, Hans-Ulrich Stelter. Und hier debattiert der Bundestag in diesem Moment über die Möglichkeit von Strafbehörden, wie man besser Vermögen von Kriminellen abschöpfen kann und damit aber gleichzeitig auch den Opferschutz und die Opferentschädigung stärken will. Das soll neu geregelt werden nach dem Willen der Bundesregierung. Wir sind hier in der ersten Lesung von einem entsprechenden Gesetzentwurf und im Moment am Reden. Rednerpult Johannes Fechner für die SPD-Fraktion. Für zukünftige Straftaten. Und genau das müssen wir ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit diesem Gesetz wollen wir das
Verfahren der Vermögensabschöpfung, wie gesagt, vereinfachen. Die Opfer müssen eben nicht mehr vor einem Zivilgericht einen eigenen Titel erstreiten und dann mit ungewissen Aussichten die Zwangsvollstreckung selber betreiben, sondern wir können dies jetzt hier im Strafverfahren vornehmen. Die Vermögensabschöpfung wird dabei zum Regelfall. Und wenn sich der Strafprozess in die Länge zieht, kann auch das Verfahren abgetrennt werden. Herr Kollege, die Abschöpfung kann auch nachgeholt werden. Ja, klar. Entschuldigung, ich wollte Sie nicht im Satz unterbrechen, aber ja. Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung zulassen. Dann Frau Keul, bitte. Ja. Entschuldigung. Katja Keul fragt für die Bündnisgrünen. Ja, vielen Dank für die Zulassung der Frage. Dass wir alle wollen, dass sich Straftaten nicht lohnen, ist, glaube ich, klar. Das haben wir ja jetzt auch alle hier mehrfach gehört. Aber was sagen Sie denn zu den Darlegungen des Kollegen Ströbele hier zuvor, dass die Betroffenen im Prinzip schlechter gestellt sind dadurch, dass man ihnen die Möglichkeit nimmt, während des laufenden Strafverfahrens zivilrechtlich ihre Ansprüche einzuklagen? Das scheint mir doch ein erheblicher Nachteil zu sein. Denn das sozusagen stellt Sie ja mehr oder weniger rechtlos für die Dauer des Verfahrens. Was sagen Sie dazu? Also ich sehe die Grundlage für die Annahme von Herrn Ströbele nicht. Ich glaube, dass er fehlgeht. Wir wollen diese Einschränkung ja nicht und werden uns das im Verfahren auch genau anschauen. Wenn Sie der Meinung sind, dass wir hier Dinge klarzustellen haben, dann werden wir das gerne tun. Bitte schön. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie auch den Herrn Ströbele fragen lassen? Ja, na Logo. Gut. Ja, Logo ist es gar nicht. Bitte? Logo ist es nicht. Doch, aber bitte. Der ist freundlich. Der Danke, Herr Kollege Fechner. Es gibt ja heute schon diese Paragraphen. Ja. Paragraph 73 ist ja die Grundlage. Ja. Nur heißt das da die Einziehung, nicht Einziehung, sondern Verfall. Ja. Aber da gibt es einen Satz 2 im Absatz 1, in dem ausdrücklich drin steht, dass dann, wenn das Opfer oder der Geschädigte einen Anspruch haben, dass dann dieses Verfallsverfahren nicht eintritt. Warum streichen Sie das jetzt? Also genau deswegen, Herr Ströbele. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ein Interpretationsproblem. Wir wollen doch genau Ihrem Anliegen nachkommen, dass diese Situation nicht eintritt. Also ich freue mich auf das Verfahren, auf die Beratungen mit Ihnen. So, weiter geht's. Weiter geht's, genau. Ja, wichtig ist auch, das ist schon angesprochen worden, dass wir eine Regelung für die unklaren Herkünfte finden. Also wenn beispielsweise bei einer Grenzkontrolle eine Person erwischt wird, die einen hohen Bargeldbetrag bei sich hat, dann wollen wir zukünftig regeln, dass, wenn das Gericht zum Ergebnis kommt, dass die ganzen Umstände keinen anderen Schluss zulassen, als dass dieses Geld durch eine Straftat erlangt worden ist, dass es dann eingezogen werden kann, auch wenn nicht genau gesagt werden kann, wann der Täter durch welche Straftat dies erlangt hat. Doch, Herr Ströbele, lesen Sie es nach, das steht ausdrücklich so drin. Das ist verfassungsrechtlich sicher, weil das Gericht eben nicht ins Blaue hinein, sondern nur dann, wenn exakt festgestellt wird, dass eine Straftat Grund ist für diesen Vermögenszuwachs, dass dann das Geld eingezogen werden kann. Ich will den zweiten wichtigen Aspekt dieses Gesetzes ansprechen, und das ist die Opferentschädigung. Ich glaube, dass wir hier wirklich einen Meilenstein für die Opferentschädigung schaffen. Allein schon deshalb, weil wir das Windhundprinzip, das es bisher gab, aufheben. Jetzt haben wir eine gerechte Verteilung für die Beträge, die noch da sind. Und diese Beträge werden aus meiner Sicht, davon gehe ich aus, auch höher sein, weil wir zu mehr Vermögensabschöpfungen kommen werden. Das heißt, den Opfern steht mehr Geld zur Verfügung. Ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir mit diesem Gesetz viel für die Opfer tun. Wir vereinfachen die Opferentschädigung, wir ermöglichen die Abschöpfung von Gewinnen aus Steuerbetrug, Geldwäsche oder Menschenhandel und wir verhindern damit, dass die Täter ihre durch Straftaten erlangten Gewinne behalten können. Stimmen wir also diesem Gesetz zu, helfen wir den Opfern, verbessern wir die Entschädigung und lassen wir nicht zu, dass sich Verbrechen lohnt. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Fechner. Der nächste Redner in der Debatte, Dr. Jan-Marco Lutschak für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank. Es ist so, als Gesetzgeber, da haben wir die Verpflichtung, Menschen effektiv vor Kriminalität und vor Verbrechen zu schützen. Und staatstheoretisch ist das
eine unserer vornehmsten Aufgaben, weil wir damit den Gesellschaftsvertrag im Sinne von Thomas Hobbes erfüllen, nämlich den Menschen ihre Sicherheit, ihr Leben, ihr Eigentum zu garantieren. Und unter dieser Prämisse unterwerfen sich dann die Menschen auch der Staatsmacht. Daraus speist sich letztlich auch ein Stück weit die Legitimation eines staatlichen Gebildes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Strafverfolgung auch effektiv gewährleisten. Und dazu gehören im Kern dreierlei Punkte. Zum einen brauchen wir einen wirksamen rechtlichen Regelungsrahmen. Insbesondere die Strafgesetze müssen so ausgestaltet sein, dass Kriminalität nachhaltig bekämpft werden kann. Und zum Zweiten gehört dazu, dass die Polizei, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte ausreichende Befugnisse haben und natürlich auch personell entsprechend ausgestattet sein, um ihren Aufgaben nachkommen zu können. Und schließlich, und hier schließt sich der Kreis zum Gesetzentwurf, den wir heute miteinander diskutieren, müssen wir auch die Folgen von Straftaten in den Blick nehmen. Und hier spielt die Vermögensabschöpfung eine wirklich zentrale Rolle für die effektive Strafverfolgung. Denn nur wenn Vermögenswerte aus strafbaren Handlungen dem Täter schnell, wirksam und umfassend wieder entzogen werden können, dann schwindet der Anreiz für die Begehung der Tat und wird auch gleichzeitig der finanzielle Boden dafür entzogen, in Zukunft Straftaten zu begehen. Und das ist gerade im Bereich der organisierten Kriminalität und im Bereich der Terrorismusbekämpfung ein ganz fundamentaler Satz. Und weil das so ist, weil die Reform der Vermögensabschöpfung, die momentan in der Praxis nicht gut funktioniert, sie ist kompliziert, sie ist fehleranfällig und weist Lücken auf. Und weil das so ist und das in höchstem Maße unbefriedigender Rechtszustand war, haben wir als Union uns diesem Thema angenommen und haben gesagt, das muss in den Koalitionsvertrag hinein, das muss reformiert werden, das muss verbessert werden. Und insofern ist es gut, dass wir jetzt hier einen Gesetzentwurf haben, über den wir diskutieren können. Und jetzt möchte ich gerne auf den Kollegen Ströbel nur kurz eingehen, weil mir es in der Tat schien, dass Sie das Gesetz, so wie wir es denken, nicht richtig verstanden haben. Sie haben ja zu Recht darauf hingewiesen, auf den 73 Absatz 1 Satz 2. Dort ist momentan festgelegt, dass wenn ein Opfer vermögensrechtliche Ansprüche, zivilrechtliche Ansprüche aus einer Straftat gegen den Täter hat, dann kommt es nicht zu einer Rückgewinnungshilfe. Dann kann der Staat sozusagen hier nicht eingreifen, nicht dem Opfer zur Seite stehen. Und das war ja, man hat diese Vorschrift deswegen auch Totengräber des Verfalls genannt, weil in allen Fällen, wo es um Betrug geht, wo es um Untreue geht, wo es um Diebstahl geht, also im gesamten Bereich der Vermögenskriminalität, ist es ja immer so, dass man als Opfer einen zivilrechtlichen Anspruch gegen den Täter hat. Und insofern griff diese Vorschrift immer, man musste immer den Zivilrechtsweg beschreiten und der Staat stand einem nicht zur Hilfe. Und das wollen wir ändern an dieser Stelle. Diese Vorschrift wird gestrichen, ersatzlos gestrichen, sodass jetzt die Folge ist, wir haben ein Entschädigungsverfahren, das hat der Kollege Fechner ja schon dargestellt, also ein staatliches Verfahren, wo man im strafrechtlichen Verfahren, im Strafvollstreckungsverfahren Hilfe vom Staat bekommt und gleichzeitig, insofern ist es keine Verschlechterung, und gleichzeitig hat man die Möglichkeit, auf dem Zivilrechtswege seine Ansprüche durchzusetzen. Also man kann zweigleisig in Zukunft vorgehen. Und das ist eine wirkliche Verbesserung für das Opfer. Und deswegen ist es gut, dass wir das auch so machen. Das Gesetz enthält viele Punkte, da könnte ich viel zu sagen. Ich möchte aber auf einen Punkt noch mal eingehen, der hier auch schon angesprochen worden ist. Das ist das Vermögen unklarer Herkunft. Das ist eines der Kernelemente dieses Gesetzes. Denn heute ist es so, wenn im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens Vermögenswerte festgestellt werden, bei denen klar ist, dass sie aus rechtswidrigen Taten stammen müssen, sie den Betroffenen das aber nicht nachweisen können und sie ihn entsprechend auch nicht verurteilen können, dann haben sie heute keine Chance, an diese Vermögenswerte ranzukommen. Haben sie keine Chance. Und das gilt selbst in den Fällen, wo völlig klar ist, dass die Vermögenswerte nicht im Eigentum des Betroffenen stehen können. Und das ist eine im höchsten Maße unbefriedigende Rechtslage und das muss geändert werden. Und deswegen machen wir jetzt ja dieses neue Instrument der selbstständigen Einziehung. § 76a StGB ist das in zukünftig. Selbst wenn einem Verdächtigen die eigentliche Straftat nicht bis zur Verurteilung nachgewiesen kann, das Gericht aber dennoch von der illegalen Herkunft des Vermögenswertes überzeugt ist, dann wird zukünftig eine Einziehung möglich sein. Denn da gibt es dann verschiedene Dinge, auf das sich das Gericht berufen kann. Wir haben das schon gehört. Wenn ein grobes Missverhältnis zwischen dem Wert des Gegenstandes und den rechtmäßigen Einkünften des Betroffenen besteht, dann liegt es ja ein Stück weit in der Hand. Und insofern gibt es hier eine Art Beweislastumkehr. Das ist natürlich, das will ich auch gar nicht verschweigen, natürlich verfassungsrechtlich nicht unproblematisch. Und da gibt es auch erhebliche Kritik an diesem Gesetzentwurf. Das muss man sich genau angucken. Da spielt die Eigentumsgarantie des Artikel 14 eine Rolle und da spielt natürlich die Unschuldsvermutung auch eine Rolle. Diese Kritik, das ist so, das nehme ich durchaus ernst und das werden wir uns auch im parlamentarischen Verfahren im Rahmen der Anhörung sicherlich sehr genau anschauen. Aber letztlich
muss klar sein, das Strafrecht und die Vermögenseinziehung, das ist ein scharfes Schwert. Da müssen wir größtmögliche Sorgfalt an den Tag legen. Aber einerseits müssen wir aber auch im Interesse der Sicherheit der Menschen eine effektive Strafverfolgung gewährleisten, um der organisierten Kriminalität, um dem Terrorismus den Boden entzuziehen. Und gleichzeitig müssen wir die Rechte der Beschuldigten wahren. Und insofern ist das schon eine diffizile Gratwanderung. In der Abwägung glaube ich aber, dass die Kritik an diesem Instrument letztlich nicht durchgreift. Die Vermögensabschöpfung hat ja im Kern keinen Strafcharakter. Sie ist auf den Vermögenswert bezogen, nicht auf die Person, sondern auf die Sache. Und deswegen ist auch die Unschuldsvermutung an dieser Stelle nicht tangiert. Und ich glaube, letztlich wird auch Artikel 14, also die Gewährleistung des Eigentums, nicht dagegen sprechen, ein solches Instrument zu installieren. Denn die Einziehung erfolgt ja in einem rechtsstaatlichen Verfahren. Sie ist an enge Voraussetzungen geknüpft. Insofern ist der grundrechtliche Gewährleistungsgehalt von Artikel 14 durch verfahrensrechtliche Sicherung ausreichend geschützt. Trotzdem werden wir uns das im parlamentarischen Verfahren genau anschauen. Ich glaube aber, unter dem Strich sollte uns alle das Ziel einen. Wir brauchen dieses Instrument der Vermögensabschöpfung, weil wir effektiv gegen Kriminalität vorgehen können. Und jetzt, ich glaube, es erscheint heute zum dritten oder vierten Mal, unter dem Strich muss es heißen, Verbrechen darf sich nicht lohnen. Und deswegen ist es ein guter Gesetzentwurf, den wir hier heute haben. Vielen Dank, sagt Jan-Marco Lutschak für die CDU-CSU-Fraktion. Und einen Redner zu diesem Tagesordnungspunkt haben wir noch ebenfalls von der CDU-CSU-Fraktion, Alexander Hoffmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren auf den Besucherrängen. Es gibt unterschiedliche Motivationen, warum Menschen zu Straftätern werden. Die einen handeln aus reiner Schädigungs-, aus reiner Verletzungsabsicht. Wieder andere nutzen die spontane Gelegenheit zu einer Straftat aus. Aber viele Straftaten haben eine große Gemeinsamkeit. Die Grundmotivation ist Geld. Der Täter möchte seine wirtschaftliche Situation verbessern, die monetäre Situation verbessern. Und deswegen ist es naheliegend, dass sich der Rechtsstaat Gedanken macht, wie können wir diese Motivation dem Täter nehmen. Und deswegen begrüße ich es ausdrücklich, dass dieser Entwurf, der uns vorliegt, aus dem Justizministerium den Versuch unternimmt, das Recht der Vermögensabschöpfung grundlegend zu vereinfachen. Bisher war es zu statisch, zu kompliziert, für die Praxis nicht wirklich tauglich. Und er unternimmt auch den Versuch, nicht vertretbare Abschöpfungslücken zu schließen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die eine Perspektive. Aber wo Straftaten begangen werden, da gibt es eben auch Opfer. Und das Gute an diesem Entwurf ist, dass eben auch das Thema Opferschutz in den Fokus gerückt wird. Denn bei ehrlicher Betrachtung müssen wir auch feststellen, dass wir hier Schutzlücken haben. In der aktuellen Rechtslage ist es so, dass zwar die Strafjustiz bisher Vermögenswerte sichern kann, im Wege der sogenannten Rückgewinnungshilfe, aber das Opfer muss dann zivilrechtlich seinen Anspruch geltend machen. Und Herr Ströbele, das haben Sie vorhin leider nicht beleuchtet, dieser zivilrechtliche Anspruch ist oftmals mit sehr viel Schwierigkeiten behaftet, mal losgelöst von der psychischen Situation des Opfers. Und es ist vorhin schon angeklungen, oftmals entstand dann auch das Windhundprinzip, dass nämlich immer nach dem Prinzip agiert wurde, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und es stand vor allem auch ein Risiko im Raum, dass bis zur zivilrechtlichen Realisierung eines Anspruchs Vermögenswerte beiseite geschafft werden konnten. Und deswegen ist es gut, dass nun der Entwurf eine weitere Möglichkeit vorsieht, nämlich eine Sicherstellung durch die Justizbehörden und nach der Rechtskraft des Urteils dann die Verwertung und die Auskehrung des Erlöses direkt an das Opfer und das unter Gleichbehandlung aller Geschädigten. Ich glaube, das ist der große Zugewinn dieses Vorschlags. Wir begrüßen, auch das will ich betonen, außerordentlich, dass der Instrumentenkasten der Vermögensabschöpfung, so will ich es jetzt mal nennen, noch etwas erweitert wird für die Bereiche der organisierten Kriminalität und der Terrorismusbekämpfung. Denn hier ist auch die Einziehung von Gegenständen vorgesehen, die aus einer rechtswidrigen Tat stammen, aber eben die Verurteilung wegen der konkreten Tat, die angeklagt ist, nicht erfolgen kann. Aber bei kritischer Betrachtung möchte ich auch darauf hinweisen, dass nach wie vor für alle Instrumente gilt, dass die Staatsanwaltschaft mehr oder weniger den deliktischen Herkunft des Gegenstandes, des Vermögenswertes nachweisen muss.
Und ich möchte, gerade weil wir am Anfang dieses Verfahrens stehen, schon einmal werben, dass wir durchaus auch den Versuch unternehmen, im Rahmen der rechtsstaatlichen Grenzen uns hier ein Stück weiter aus dem Fenster zu lehnen. Und wir sollten definitiv vermeiden, dass wir hinter der aktuellen Rechtslage zurückbleiben. Und da bin ich mir im vorliegenden Entwurf an der einen Stelle nicht ganz sicher. Und dieses Beispiel will ich auch nennen. Wenn Sie jetzt den neuen 76a Absatz 4 des Entwurfs lesen, da steht drin, obwohl es in der Begründung etwas anders ist, dass es um einen Gegenstand gehen muss, der aus einer rechtswidrigen Tat herrührt. Und diese Formulierung ist natürlich wesentlich zielgenauer als der alte 73d. Hier hat es genügt, wenn Umstände die Annahme rechtfertigen, dass der Vermögenswert aus einer rechtswidrigen Tat stammt. Es ist in der Begründung klargestellt, aber wir wissen, dass diese alte Formulierung auch schon auf dem Prüfstand beim Bundesverfassungsgericht stand. Und deswegen sollten wir uns sehr gut überlegen, ob diese Umformulierung nicht unter Umständen zu dem Ergebnis führt, dass wir eine eher seichtere Regelung haben. Ich möchte noch mal ausdrücklich werben für eine Beweislastumkehr, die wir uns vielleicht etwas offensiver überlegen sollten. Ich begrüße ja ausdrücklich den Vorstoß aus Bayern. Wenn Sie in die polizeiliche Kriminalstatistik gehen, dann ist dort zu lesen, dass bei der organisierten Kriminalität die festgestellten kriminellen Erträge für das Jahr 2014 bei 335 Millionen waren und vorläufig gesichert konnten letztendlich nur 90 Millionen werden. Im Jahr 2013 waren die festgestellten kriminellen Erträge 638 Millionen und demgegenüber nur 85 Millionen vorläufig gesicherte Vermögenswerte. Das sollte für uns Motivation genug sein. Ich freue mich auf die weiteren Beratungen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.